Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr hattet einen wunderschönen Tag und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen erheitern und ablenken kann. Ich habe heute was richtig Cooles für euch und zwar habe ich vor Weihnachten Anfang Dezember ein Paket bekommen von einer Marke, die ihr bestimmt noch nicht kennt und ich habe die Sachen jetzt seitdem benutzt und ich dachte mir, hey, die zeige ich euch. Dieses Video entsteht auch in Zusammenarbeit mit Q2. Darum geht es nämlich heute. Ich fand das richtig cool, einfach mal eine neue Marke auszuprobieren. Und ich habe, glaube ich, einen neuen Favoriten. Seid gespannt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn auch in diesem Video gibt es wieder so ein kleines Secret Giveaway für alle die, die immer bis zum Ende dranbleiben und mich damit am meisten unterstützen. Es gibt wieder dieses Emoji hier, was ihr im Video zählen könnt und mit der richtigen Antwort und einem Weg, wie ich euch kontaktieren kann, könnt ihr ein dickes, fettes Make-up-Paket von mir gewinnen. Freunde, ich sehe ein bisschen aus wie ein kleiner Hamster. Ja. Und ein bisschen blass um die Nase. Deswegen fangen wir auch gleich an. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Gemeinsam zu 100.000 dieses Jahr. Wir schaffen das, wenn ihr mich dabei unterstützt. 36,4% mittlerweile nur noch sind noch nicht Teil der Giacomo Army. Und deswegen könnt ihr gerne den Kanal jetzt einmal abonnieren. Und jetzt, Freunde, geht es los. Ich komme mal ein Stückchen näher, damit ihr auch das ganze Spektakel in meinem Gesicht sehen könnt. Ich habe meine Base schon gemacht, einfach damit wir uns wirklich auf die Produkte konzentrieren können, die ich euch jetzt zeigen möchte. Ich habe eine Blush-Palette. Eine Highlighter-Palette, eine richtig coole Contouring-Palette und eine Lidschatten-Palette mit Farben drin. Das habt ihr noch nicht gesehen. Ich habe sie nämlich erst getestet und habe mich dann auch für die Zusammenarbeit entschieden. Ich mache das immer einfach, dass ich vorher gucke, wie komme ich mit den Produkten klar. Deswegen ist das kein First Impression, sondern ich zeige euch das. Ich habe damit schon geschminkt und ihr seht das auch. Also die Farben sehen schon ein bisschen benutzt aus. Eine Sache, bevor es losgeht, ich verlinke euch die Produkte unten in der Infobox. Und das Coole bei Q2 Cosmetics ist, das ist ein deutsches Unternehmen aus Mülheim an der Ruhr. Und es gibt eine 40-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ich finde, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass eine Marke auch ganz besonders hinter einem Produkt steht. Und ihr werdet es auch gleich merken. Packaging-mäßig sehen alle Produkte unterschiedlich aus. Das kommt alles in diesem ultraschönen Millennial-Pink-marmorierten Goldeffekt-Packaging. Fühlt sich sehr gut an, ist Papier bzw. sehr harte Pappe und liegt gut in der Hand. Und wir fangen als erstes mit dieser Palette an. Das ist die I Came, I Saw, I Contoured Palette. Ich liebe den Namen. Und das ist ein cooles Ding. Also das ist eher so ein Bronzerton. Ich habe ihn schon benutzt. Ich habe ihn auch einmal als Contouring-Ton benutzt. Ich finde, dafür ist er ein Stückchen zu warm bei mir. Ich benutze ihn aber sehr, sehr gerne als Bronzer. Und ich swatch euch den einmal kurz, dass ihr den so ein bisschen erkennen könnt. Im Vergleich zum Charlotte Tilbury Bronzer, der ja auch so ein bisschen wärmer ist. Das ist übrigens die Farbe 2. Da werde ich auch oft nachgefragt. Aber schaut euch das an. Also man sieht nicht wirklich einen Unterschied, außer im Portemonnaie. Wir haben hier auf jeden Fall auch noch so einen Highlighting-Ton mit drin. Der ist matt, also das ist kein Glow, sondern damit kann man unter den Augen so ein bisschen highlighten. Wir bronzen jetzt aber als erstes. Und dazu benutze ich hier einen Pinsel, der ist jetzt von Luvia aus dem Prime Vegan Candy Set. Und ich gehe hier einfach rein. Der ist sehr pigmentiert. Ihr seht das, ihr braucht nicht viel. Ich arbeite mir das so ein bisschen im Handrücken erst ein. Und dann machen wir erstmal eine halbe Seite. Und ihr seht sofort, dass Farbe runterkommt. Und zwar nicht zu warm. Also das ist nicht orange, sondern das ist ein richtig schöner Ton und sieht halt ähnlich aus wie der von Charlotte. Ich will es ja nochmal gesagt haben, ne? Das habe ich jetzt in den letzten Wochen festgestellt. Also ihr seht, zack, sehr pigmentiert. Ihr könnt ihn dann aber richtig, richtig schön ausblenden. Ich will heute so einen richtig schönen Sun-Kissed Bronzy-Look haben. Und deswegen übertreibe ich jetzt auch gerne mal, nicht nur heute, eigentlich immer. Schaut mal, im Vergleich nicht zu warm. Aber hier sehe ich aus wie ja, Moskau, hier sehe ich aus wie Madrid. Okay, Madrid ist im Moment auch ziemlich kalt. Hier sehe ich aus wie Madeira. Wo ist es warm gerade? Keine Ahnung, nicht hier. Der Bronzer ist auch matt, also ihr habt keine Glitzerpartikel mit drin, finde ich gut beim Bronzer. Ich finde, beim Bronzer geht das immer schnell in die Hose, wenn der so schimmert ist. Ich erinnere mich an den Bronzer von, wie ist denn der? Ich glaube von L'Oreal, der so ein bisschen aussah wie so ein Leopard. Ja, das war ja wirklich nichts, ne? Schaut mal, wie schnell und einfach der sich auftragen lässt. Ich liebe den sehr. Ich habe den in den letzten Wochen viel benutzt. Einfach, weil ich... Das ist eine schöne Farbe und der passt zu meiner Haut auf jeden Fall. Und den könnt ihr euch gerne mal angucken. Was ich noch schöner finde, ist die Blush-Palette. Freunde, ihr wisst, ich liebe Blush, ich liebe Bronzer und ich liebe Highlighter. So, diese Produkte, auf die kann ich nicht verzichten. Und ich habe hier die You Make Me Blush-Palette.
Auch hier sind zwei Farben drin. Das Coole ist, ihr habt eine Schimmerfarbe und eine matte Farbe und die passen sehr gut zueinander. Ich gehe als erstes in die matte Farbe, um so ein bisschen Farbe auf die Wand zu geben. Auch hier sehr pigmentiert, klopft ruhig ab und dann nur so ganz leicht drauf tappen. Ihr seht sofort Farbe und das reicht schon, denn ich gehe gleich noch gerne mit der zweiten Farbe rüber und die hat so einen schönen Schimmer. Und ihr werdet gleich sehen, wenn ich die in den Bronzer verblendet habe und mit dem Schimmer rübergehe, das Ganze wird so wet. Und dann mit dem Highlighter, Girl und Boys, ich schwöre euch, man sieht euch bis nach Madeira. Ich nehme die andere Seite vom Pinsel und gehe ganz leicht in den Schimmerton. Die haben nicht viel Kickback, also man hat auf jeden Fall viel davon und das setze ich mir hier oben rüber. Und ihr seht gleich, da ist schon ein Schein drin, der ist aber recht subtil. Ihr könnt das Ganze natürlich aufbauen, ihr könnt das aber auch so ein bisschen anpassen, wie ihr wollt. Also das finde ich ganz schön. Mit dem Spiegel hat man immer so ein bisschen was dabei. Die sind auch nicht so schwer, also man kann die gut mal in die Tasche packen. Schau ich das an. Das sieht so ganz leicht. Diese Farbe hier erinnert mich so ein bisschen an diese von Natasha. Das ist ja auch so ein Highlighter-Blush. Und hier seht ihr das mal im Vergleich, ne? Also sind sehr, sehr ähnlich. Nur der von Natasha ist ein bisschen gröber, der Glitz. Das ist ein sehr zarter, sehr weicher Schimmer. Der hier im Swatch seht ihr eigentlich gar keinen Unterschied, ne? Also, naja, damit will ich ja nichts sagen. Was aber jetzt richtig krass wird und ich habe das Ganze ja schon benutzt und einen Tag habe ich es ein bisschen übertrieben. Denn wenn ihr einen Highlighter sucht, der so wirklich völlig übertreibt, ist die Shine as Bright as Your Future. I wish. Highlighter Palette. Auch hier sind zwei Farben drin. Die sehen in der Verpackung dunkler aus, als sie sind. Also lasst euch davon nicht beirren. Es ist einmal so ein Champagnerton und so ein Roséton drin. So seht ihr die Farbe ganz gut. So sieht es ungefähr in echt aus. Ich nehme Pinsel, das ist jetzt hier einer von Leni Brushes, glaube ich, und gehe in beide Farben rein. Auch die sind extrem pigmentiert und ich setze mir das nur hier auf den höchsten Punkt. Und schaut mal, das ist kein grober Glitzer. Und ich werde so oft gefragt, Maxim, kannst du mir einen Highlighter empfehlen, der keinen Glitzer hat? Und ich denke mir immer so, was meint ihr denn damit? Jetzt weiß ich es. Also das ist schon sehr, sehr wet und sehr, sehr shiny. Und man kann ihn auch krass aufbauen. Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, ihr seht sofort, was ich meine. Das ist jetzt diese Roségoldfarbe. Und wenn ich dann noch ein bisschen von dem Champagnergold mit reinmische, wird das Ganze natürlich noch intensiver. Und ihr habt so richtig Dubai auf eurem Gesicht. Auf der Nase sieht der schön aus. Und vor allen Dingen hier. Ich gebe mir das so gerne über den Augenbrauenbogen einmal rüber, dass ich hier das Licht so ein bisschen noch bricht und eure Haut einfach, weiß nicht, man guckt euch ja im Idealfall in die Augen und wenn das dann hier so richtig schön scheint, sieht das Ganze super, super frisch aus. Also die Face-Paletten sind richtig, richtig gut, sind eine gute Alternative zu den eben genannten Produkten. Also ihr seht es auch im Swatch, ne? Ich will das nicht immer unbedingt vergleichen mit anderen Produkten, aber ich weiß, dass viele von euch sich dafür interessieren, wenn ich euch Alternativen. Das Wort Dupes wurde mir letztes Mal ziemlich... Da wurde ich ziemlich hart angegangen von einem Mäuschen hier. Ich benutze das Wort Dupes gerne einfach, um es vereinfacht zu sagen, dass es eine gute Alternative für ein anderes Produkt ist. Nur um das einmal kurz erklärt zu haben. Jetzt kommen wir aber zu einem Produkt, was mir richtig Spaß gemacht hat, das zu benutzen. Und das ist diese wunderschöne Palette. Ihr seht auch, also das passt farblich alles zusammen. Es passt perfekt in mein imaginäres Make-up-Studio, was ich hier oben eigentlich gerne hätte, aber keinen Platz dafür habe. Alles so in diesem Roségold und in diesem Marmor. Und schaut mal, wie schön das reflektiert. Auch die ist von Q2. Und wir haben hier 24 Farben drin. Eine recht schöne Aufteilung an matten Farben. Also es sind viele matte Farben mit dabei. Wir haben aber auch Schimmertöne mit dabei. Manche krasser als andere und zwei ganz besondere Texturen, die ich euch unbedingt swatchen muss. Und zwar einmal die Farbe Baby. Sabina ist extrem nass. Ihr seht, es ist sofort so ein kleiner Dip mit drin, weil sie einfach ganz weich sind. Und schaut mal, hier in meinem Zeigefinger ist Baby. Das ist wie so ein Duochrome-Ton. Wo habe ich denn hier noch Platz? Schaut mal. Das hätte ich gerne als Highlighter. Liebes Q2-Team, please sign me in. Und hier habe ich die Farbe Sabina und auch das ist wie so ein Topper. Also ihr seht, das ist so ganz nass. Das ist wirklich wie flüssiges Metall als Topper perfekt. Ich hatte damit ja schon ein paar Looks geschminkt und vor allem auch mit Baby, das im Inner Corner. Das machen wir jetzt. Wir gehen jetzt nochmal hier mit dem Highlighting Puder rein. Das ist ganz, ganz fein gemahlen und damit kann man hier direkt unter den Augen nochmal so einen kleinen Lichtpunkt setzen und das Ganze highlighten. Also ihr seht, das hat gut Pigment, ne, im Vergleich. It's cute. Ist so halt zum,
zum Saubermachen von den Konturen immer ganz schön. Wir fangen als erstes mit einem Packing Brush an und ich möchte heute so ein bisschen wärmeren, aber sehr sophisticated Look schminken, denn Sabina und Baby sind richtig schöne Farben. Ich gehe als erstes mit dem Pinsel, der ist jetzt von BH, glaube ich, in die Farbe Spice. Das ist so ein schöner Pfirsichton, auch den kann ich mir richtig gut als Blush vorstellen. Und den setze ich mir hier in meine Lidfalte. Ihr seht, das ist ein Packing Brush, er nimmt gut Produkt auf und das Lid ist halbwegs gesettet. Also das ist jetzt nicht so feucht, wie ich das sonst habe. Ich finde, wenn ich euch Produkte zeige, die ich schon benutzt habe, ist es immer ganz gut zu sehen, wie funktioniert das auf einer matten Base. Auf einer feuchten Base ist es ganz klar, dass ein Lidschatten extrem pigmentiert ist, aber ihr seht, auf einer halbwegs gesetteten Base, ihr seht die Farbe. Also das ist eine richtig schöne Farbe und was ich ja immer predige in meinen Videos, sind die Farbaufteilungen. Ihr habt hier sehr, sehr viele Farben drin mit guten Abstufungen. Ihr könnt von Dunkel hier, Vintage, zu Alice, zu Berit, zu Luisa, zu Spice und dann zu Peach gehen und habt wirklich diesen, wir sagen immer Seamless Blend dazu, wenn wir ganz besonders extra sein wollen. Sind wir hier extra? Nope. Also die Farbe Spice ist eine richtig schöne Farbe, um das sich so ein bisschen in die Lidfalte zu geben. Ich mache das gleich auf der anderen Seite und lasse die Farbe einmal so ein bisschen kurz setzen. Und ihr seht, ich stempel das mir einfach nur hier rauf. Ihr habt einen richtig schönen Effekt. Es funktioniert selbstverständlich auch auf nicht gesetteten Bases. Manche von euch Mäusen mögen es ja gerne, wenn es so ein bisschen feuchter ist. Aber das hier ist... Das ist halt eine schöne Palette, um viele verschiedene Looks zu machen. Ne? Ihr habt kühle Farben mit drin. So, das ist so meine Weihnachtspalette hier. Wenn das ein Schimmerton wäre hier, Zeus, könnte man hier einmal komplett runtergehen und hat einen perfekten Look. Ich blende das Ganze aus mit der Farbe Peach. Die ist ein bisschen heller und jetzt seht ihr auch, was ich meine. Ich kann damit direkt an die Kante gehen und die Farbe ausblenden. Ganz weich, ganz leicht, nehme mal ein bisschen Produkt auf und blende dann raus. Und dann habt ihr diesen extrem weich gezeichneten Effekt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon was von Q2 gehört habt. Ich hatte tatsächlich schon mal was gehört, weil ich auch weiß, dass sie einige Pflegeprodukte drin haben. Und ich habe die Seite mal bei Instagram gesehen und dachte, ach Mensch, ist ja ganz spannend. Ich wusste aber nicht, dass sie Make-up haben. Und Girl, sieht schon aus wie ein kleiner Pfirsich. Ich lieb's. Alrighty. Ich nehme denselben Pinsel wie eben, den Packing Brush von BH und verdunkel mir das Ganze mit der Farbe Beere. Das geht so ein bisschen ins Rot und das setze ich mir hier direkt auf mein bewegliches Lid. Denn ich möchte heute so ein, ja, so ein, schon in die Richtung Monochrom-Look gehen, weil ich finde, dass der auch für aktuelle Zoom-Events immer ganz gut ist. Ich werde oft gefragt auf Instagram, hey, kannst du meinen Look für ein Zoom-Event machen? Ich weiß immer nicht, was ich schminken soll. Ich finde, mit monochromen Looks macht man nichts falsch, weil man das zu schwarz, deswegen habe ich auch schwarz angezogen. Ihr könnt damit einfach ein bisschen Farbe benutzen. Ihr braucht nicht lange. Ich quatsch natürlich jetzt wie ein Buch. Ihr könnt damit echt coole Sachen machen. Schaut mal, wie schnell. Eine Farbe, rauf, fertig. Und dann nehme ich den Pinsel von eben wieder und blende das Ganze nochmal aus. Dadurch, dass die Farbabstufungen aber so nah beieinander sind, braucht ihr da ehrlich gesagt gar nicht so viel verblenden. Und ihr habt wieder meinen liebsten Look, die Augenentzündung. Also dann schaut euch mal an, wie schön erwachsen das aussieht. Jetzt, Freunde, müssen wir die Farbe Baby benutzen. Das ist so krass, weil sie sieht so ein bisschen rosa aus, aber auch so ein bisschen blau. Und die gebe ich mir komplett hier rüber als Topper. Und dadurch habt ihr nur diesen leichten Sparkle. Ihr könnt das natürlich auch aufs nackte Lid geben, aber dann sieht man so ein bisschen mehr von diesem Blau. Und so ist das. Schaut mal. Das sieht aus wie diese Gloss Eyelids. Nur für den Alltag. Habt ihr... Kleine Storytime. Ich hatte mal ein Editorial-Foto gesehen von einer Make-up-Artistin. Und die hatte Glossy Eyelids. Und ich dachte, boah, das sieht so cool, so schön und frisch aus. Dann habe ich das gemacht, bis ich verstanden habe, dass das gar nichts für den Alltag ist. Ne? Aber das hier ist so eine schöne Farbe. Das als Highlighter überall. All over the face. Hammer. Ihr könnt euch die Farbe auch wirklich so komplett rübergeben, weil die so einen leichten Schimmer hat. Also das ist kein Metallic Look, sondern richtig high. An meinen unteren Wimpernkranz mache ich das Ganze selber auch nochmal und dann benutzen wir die Farbe Zeus im Inner Corner Highlight. Ich habe jetzt hier einen Pencil Brush und gehe jetzt nochmal so ein bisschen in die Farbe Baby rein und setze mir das ans Inner Corner. Und jetzt seht ihr, wie das aussieht ohne Farbe, ne? Also ohne Farbe drunter. Das ist wirklich wie so ein Topper, aber durch diese Glitzerflakes da drin gibt es dem ganzen Look nochmal so ein, ja,
Also das ist so ein leichter Rosa und das passt sich so ein bisschen an jede Farbe an. Wenn ihr es aber ein bisschen doller wollt, könnt ihr auch in die Farbe Zeus gehen. Die ist natürlich sehr icy. Die setze ich einfach hier noch so ein bisschen drüber. Und ihr habt so ein richtig schönes Inner Corner Highlight. Und Freunde, ihr habt gesehen, das geht eigentlich super, super schnell. Ein Produkt habe ich noch und das ist eins meiner absoluten Favoriten in den letzten Wochen geworden. Denn es geht um die Hyaluron-Mascara von Q2. Und das Krasse ist, das Füßchen, no tea, no shade. Aber ich, beispielsweise habe ich hier ein Make-up-Füßchen von einer anderen Mascara. Das ist ja schon cool und sieht cool aus, aber das Ding macht mir Angst. Das ist so unorganisch, diese Form, die ja nicht ansatzweise an mein Auge passt. Und hier habt ihr ein ganz klassisches Füßchen, was aber so leicht gebogen ist und ihr könnt damit perfekt an den Wimpernkranz rangehen und dann nach oben. Und das pflegt zeitgleich eure Wimpern so ein bisschen. Wenn ihr oft auch Lashes tragt, da sehr brüchige Wimpern habt, ist das eine coole Sache. Schaut mal im Vergleich. Das ist jetzt eine Schicht. Und ihr könnt dadurch auch perfekt hier unten lang gehen und eure unteren Wimpern schminken. Also das ist eine richtig schöne Mascara, um einfach so ein, ja, so ein Natural Make-up zu haben. Sie verklumpt nicht, sie macht schön schwarz. Ich mache jetzt mal das andere Auge und dann seht ihr einfach, wie schön das zusammen aussieht. Ich mache auch gar keine Lashes heute drauf. Ich finde, bei so natürlichen Looks, mein Gott, wer trägt denn zu Hause in einem Zoom-Call Lashes? Also ich nicht. Ich sette das Ganze einmal nochmal so ein bisschen und habe einen richtig schönen Look gemacht. Das ist natürlich der einfachste Look, den man mit der Palette machen kann. Ich blende euch hier auch nochmal ein paar Swatches ein. Also ihr habt richtig krasse Farben hier mit drin, mit denen ihr wirklich viele verschiedene Looks machen könnt. Hier seht ihr nochmal was. Also sie sind butterweich und ultra pigmentiert. Man kann damit wirklich viel machen. Und tatsächlich ist das eine schöne Sache. Es ist einfach ein deutsches Unternehmen und ich unterstütze sowas gerne. Und habe mich gefreut, dass ich euch das Ganze heute mal zeigen konnte. Also diese Farbe Baby, Freunde. Q2 und ihr, krasseste Farbe überhaupt. Alleine wegen dieser Farbe würde ich mir das Ding schon kaufen, weil man das überall mit drauf geben kann. Also egal, welche Lidschattenpaletten ihr schon habt, das Ding oben rüber und ihr habt sofort diesen ganz zarten Schimmer, Glitzer, Metallic, Soft, Nass Look. I stand. Die rosa Farbe, fantastisch, funktioniert bei mir richtig gut. Und auch die Kombination mit Blush und Highlighter. Es sieht frisch und gesund aus. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Es gibt nicht nur Make-up, sondern es gibt auch richtig coole andere Sachen, wie zum Beispiel Pflege. Schaut da vorbei. Ich verspreche euch da nicht zu viel. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.